Ja, so, da bin ich wieder und wie ihr seht, es hat sich ein wenig getan. Und zwar habe ich den Rest der Fahrgeschäfte gebaut, den ich noch hier bauen konnte. Das waren noch ein paar. Und wie ihr seht, der Park ist wesentlich aufgeräumter als vorher. Ich habe jetzt auch hier über den Reiter Attraktionen und Läden. Seht ihr auch, was geschlossen und offen ist. Da müsst ihr sie nicht unbedingt suchen. Und da viele Durst hatten, hatte ich jetzt den Street Fox Coffee und den Galpi Energy geöffnet. Und ihr seht, damit kriegen wir auch ein bisschen Geld. So, der Tikicini ist Essen. Und da ich bisher noch keine Anzeige gehabt habe, meine Leute sind hungrig, hatte ich mir auch gedacht, ist es erstmal unnötig, dass ich da die Läden dann jetzt auch aktiviere. Und habe das Ganze jetzt so ein bisschen durchlaufen lassen. Wir haben wieder 12.000 Credits und da würde ich doch direkt sagen, wir schauen mal. Wir haben hier so ein paar vorgefertigte. Und die sehen jetzt nicht so schlecht aus. Meine, wir gucken mal. Der ist ja auch nicht mal so groß, ne? Könnten wir eigentlich mal bauen. Bräuchten nur irgendwo einen Platz, wo wir ihn bauen können. Und dann sollten sich unsere Einnahmen ja schon ein bisschen erhöhen. Ich würde ihn gerne sehr nahe hier irgendwo an eine von den Dingern setzen, aber ich bezweifle, dass das geht. Das ist immer das Problem mit diesen vorgefertigten Bahnen. Wisst ihr was? Wir machen das selber. Es kommt jetzt aber ein bisschen drauf an, was wir bauen. Es gibt echt eine ganze Menge, die ich hier bauen kann. Wo auch immer der Unterschied ist. Ich, keine Ahnung. Wenn ich jetzt wüsste, wie die jeweiligen, ich meine Holz, Hybrid, Stahl. Hybrid haben wir nur Stahl beschlagen, die Iron Fury. Holz haben wir gar nicht, ansonsten haben wir hier verschiedene Wing Coaster, sonstige Coaster. Ja, keine Ahnung. Bauen wir einen Wing Coaster. Keine Ahnung, wo jetzt der große Unterschied ist. Welche von denen, das weiß ich nämlich auch noch nicht, welche von denen am zuverlässigsten ist und solche Sachen. Oh, hier ist ein UFO abgestürzt. So. So, wir haben Bronze geschafft. Wir haben am Monatsende, beziehungsweise ich habe gar keinen Plan, was genau das Ziel war, einen monatlichen Gewinn von 2.500. Ja, das war ja jetzt nicht so schwierig. Einen monatlichen Gewinn von 6.000 ist auch nicht so schwierig. 3 Monate lang einen Profit von 8.000. Das wird schwierig. müssen wir schauen, ob wir es hinkriegen. So. Keine Ahnung. Wir bauen den mal hier hin. Oder? Nein. Wir könnten versuchen, ihn hier hinten zu starten, aber das wäre natürlich jetzt extrem wagemutig, weil ich nicht weiß, ob ich dann wirklich irgendwie um die Kurve komme und wie lang ich die. Man könnte es so schräg machen hier. Ich probiere es einfach mal. Mein Gott. So. Jetzt machen wir das ganze Ding noch ein bisschen länger. Dass wir vielleicht zwei Züge da fahren lassen können. Das wäre nämlich gut.
Dann brauchen wir einen Kettenlift. Ach so, das gibt's hier gar nicht. Es gibt nur ein Magnetbremsen, synchroner Linearmotor. Das ist der. Der ist wahrscheinlich derjenige, der gebraucht wird. Weiß nicht, wie schnell wir jetzt die Fahrt starten können. Jetzt erzähl mir nicht, du kannst da nicht lang. Du willst mir echt erzählen, du kannst da nicht lang. Nö, anscheinend, keine Ahnung. Die werden hundertprozentig alle zu hart sein für das Ding. Wir schauen mal, vielleicht finden wir irgendeinen. Ja, das wird alles zu groß. Leider, leider. Oh. Das würde wiederum gehen. Kostet aber auch, glaube ich, eine Menge. Und na egal. Wir machen es mal. Ich müssen dann gucken, wie schnell wir starten können. Das sieht natürlich jetzt hier sehr, sehr übel aus. Das wird wahrscheinlich ein harter Start werden. Naja, egal. Wir wollen hier weiterbauen. Langsam gerade werden. So ein bisschen Airtime mögen die immer wieder. Also können wir sowas mal einbauen. So, jetzt würde ich gerne noch mal ein bisschen. Ach nee, Quatsch. Mach mal länger. Bisschen Gas geben und dann irgendwie sowas bauen. Und dann mal schnell einen Test starten. Guck mal, da kommt er nämlich schon mal nicht hoch. So, Test beenden. Dann müssen wir, weil ich nämlich nicht weiß, ob die Beschleunigung überhaupt dafür reicht. Ich gebe mal hier volle Pulle. Jo. Das funktioniert. Wie sieht das hier aus? Hier geben wir nochmal dazu. Mehr Beschleunigung. Test beenden, Test starten. Das reicht leider nicht. Und ich habe hier auch keinen Abschnitt. Müssen wir das hier ein wenig bereinigen. Und zwar brauchen wir hier noch mal so eine. Das
sieht nicht so gut aus. So. Test beenden. Das ist jetzt wahrscheinlich viel zu schnell. Definitiv. Nehmen wir mal zwei raus. Machen das so. Test starten. Das scheint zu funktionieren, aber ich habe jetzt nicht auf die Zahlen geachtet. Wir können mal kurz... Ergebnisse hatten wir leider nicht. Na egal. Ist auch egal. Das ist natürlich recht übel, was wir hier jetzt gebaut haben. Der wird wahrscheinlich auch mit einer guten Geschwindigkeit da rauskommen. Haben wir hier jetzt eine Invertierung? Nee. Ah, eigentlich... will ich das auf 45 Grad lassen. Ja, gehen wir mal langsam zurück. Was macht er denn, wenn ich das automatisch vervollständige? Dann sagt er mir, er kann das nicht machen, weil ich nicht genug Geld habe. Ahaha. Wir müssen eh gleich noch Bremsen reintun. Ich will nur mal gucken, wie der läuft. Oh, wir machen Minus. Oder wie? Vielleicht hätte ich es auch nicht so ausladend machen sollen. Nein. Das kostet ihn immer noch zu viel. 700 sind wir. Und dann bricht er das immer ab. Kann ich das automatisch vervollständigen? Ah, jetzt will er es machen. So. Test starten. Jetzt wollen wir das natürlich sehen. Wee, wee. Da wird es nochmal komplett übel. Können wir uns mal kurz die Heatmaps angucken mit Übelkeit. Und zwar hier. Und da müssen wir dann unbedingt eine Bremse reinbauen. Sonst können wir das nicht... Magnetbremsen. Magnetbremsen. Und anscheinend reicht das immer noch nicht. Wie viel Bremsen muss ich denn da reintun? Ah, ah, ah. Es ist immer noch sehr hart. Gibt es
denn noch was Härteres als hier könnte ich noch Trimbakes reinbauen. Aha. Hier auch. Und jetzt sehe ich nicht, wo er lang fährt. Fährt er überhaupt? Anscheinend nicht. Entschuldigung. Das sieht doch wesentlich besser aus, oder? Das gefällt mir. Technik, Technik, Technik. Street Coffee hat geschlossen. Warum? Mach nochmal auf. So, den belassen wir mal dabei. So, und zwar, wir müssen jetzt, würde ich nicht ein bisschen gerne rumspielen. Wir können nämlich zwei Züge A8 machen. Wir müssen nur nochmal gucken, ob die das schaffen, weil, sieht auch sehr gut aus. Sieht sehr gut aus. Sehr schön. Weil man damit einfach mehr Geld machen kann. Mit zwei Zügen. Dann Eingang platzieren wir hier. Und Ausgang, habe ich mir ja gemerkt, sollte man auch irgendwo hier machen, weil die alle hier oben rausgehen. Hier unten gar nicht. Und deswegen. So, dann einen Weg bauen. Das gefällt mir nicht. Entschuldigung, mal, dass ich so am Husten bin. So, ich frage mich, ob ich den Eingang und den Ausgang hier lang kriege. Nein. Es geht auf jeden Fall durchs Gebüsch. So, jetzt würde ich nämlich gerne den Premium-Pass aktivieren. Und mit dem auch irgendwo lang. Nur ich weiß halt nicht, ob es innen geht. Mach den mal weg. So, dann muss ich die wieder verbinden. Das geht auch wunderbar. Jetzt Geld lassen wir mal 10. Das ist in Ordnung. Wir brauchen noch ein bisschen Szeneriebonus. Da müssen wir uns gleich drum kümmern. Das machen wir aber. Erstmal kann ich sie öffnen. So. Wir können sie auch gleich nochmal fahren. Auf jeden Fall. Aber erst einmal wollte ich ein paar Sachen machen. Ein paar Attraktionen. Ye Old Information geöffnet. So, in der Information kann man nämlich Premium-Pässe kaufen. Die kosten nochmal 10. Damit kann man ein bisschen mehr Geld machen. Ich setze die jetzt mal auf 11. Mal gucken, vielleicht sind Leute zu doof und kaufen die. Im Moment haben wir hier, machen wir hier noch mit Plus, das ist in Ordnung. Technische Probleme haben wir eine ganze Menge im Moment, das ist nicht so toll. Aber die scheint definitiv gut besucht zu sein. Wir könnten hier jetzt noch irgendwas Piraten, Planwagen, Lager haben wir schon. Was Cowboy-mäßiges. Gold in den Hügeln. Nehmen wir mal Gold in den Hügeln, stellen das noch hier hin. So. Damit hätten wir 93%, das reicht völlig. So, so lange warte ich nicht auf den, ne? Deswegen habe ich jetzt die Premium-Pässe aktiviert, weil manche Leute sich die kaufen, dann hier durchgehen und das gibt dann einfach mehr Geld.
Zwar nicht viel, aber es gibt mehr Geld. So langsam haben wir so viel, dass ich unbedingt eigentlich hier bei Personal. Sie steht zwar, dass sie noch einen normalen Workload hat, aber es dauert natürlich lange, bis sie die repariert. Jetzt ist die Frage, sollte ich das machen? So, warum bist du eigentlich? Ich bin Zeit, dass ich mir einen neuen Job suche. Komm, wir bilden dich mal aus. Geben dir ein bisschen mehr Geld. Und dann solltest du dich freuen. Hoffentlich. Sie sagt auch, sie bekommt nicht das Geld, was sie wert ist. Gib mir ihr ein bisschen mehr. So, alles repariert. Monatlicher Profit 5.800. Das nenne ich doch mal prickelnd. Und das wird wahrscheinlich hier. Da haben wir schon richtig, richtig gut Kohle. Machen wir damit. So, und jetzt wollten wir sie natürlich fahren. Bin aber im falschen Zug. Müsste in den Zug. Und ja, ist ja eigentlich auch egal, wo wir sitzen. Das ist ganz cool gemacht. Also, wir merken uns, mit dem Ding kann man witzige Achterbahnen bauen. Aber was ich jetzt nicht gemacht habe, ist ruckelfreie Schrägen. Dann hätte man jetzt nicht diese, dass das so ein bisschen hakt, sondern dann würde das schön smooth laufen. Ja, ist keine relativ lange Fahrt, aber das ist fürs Geld ist das gut. Also, das Problem ist, man muss sich ja immer ein bisschen irgendwie entscheiden, so nach dem Motto, so möchte ich jetzt was für mein Auge bauen oder möchte ich was dafür tun, dass mein Park läuft. Und hier in dem Sinne würde ich sagen, ist es eher wichtiger, dass man zusieht, dass der Park läuft. Also eine Bahn bauen, die nicht allzu lang fährt. Das ist ganz gut. Am besten zwei von denen an Start haben. Dadurch, man nimmt sich zwar ein bisschen. Ja, die Größe der Wagen und es ändert auch ein bisschen was am Fahrverhalten. Aber man kriegt einfach durch zwei Wagen kriegt man einfach mehr. Und ihr seht, der eine fährt los, während der andere schon wegfährt. Also eigentlich ganz gut, weil in der Zeit, wo der fährt, können schon die nächsten einsteigen hier. Und das sieht eigentlich ganz gut aus. Ah, bisher scheint keiner sich einen Premium-Pass kaufen zu wollen. Ja, ich weiß, dass die Warteschlange voll ist. Die ist ja extra so voll. Ihr sollt da euch Premium-Pässe kaufen, verdammt. Ich weiß gar nicht, was kann ich denn in meiner Attraktion? Ye Olde Information. Die macht Minus. Die macht wirklich blöd Minus. Das ist doof. Ich dachte, könnten da ein bisschen mehr Geld abstauben, aber die wollen kein Geld für Premium-Pässe ausgeben, die Schweine. Aber wir haben schon wieder gut Öcken am Start. Das sieht schon nicht schlecht aus. Ja, und damit hätten wir unsere erste Achterbahn gebaut. Wir machen auf jeden Fall jetzt genug Gewinn, dass wir mehrere von den Achterbahnen hinstellen können. Und das sollte man auch so schnell machen, damit sich der Gewinn halt immer weiter erhöht. Und wir müssen das natürlich auch schaffen, sehr viele Besucher bei uns in den Park zu bringen. Wir sind jetzt bei 1600. Das ist schon sehr gut. So, viele Gäste haben Hunger. Darauf habe ich gewartet. Das heißt, jetzt für uns, wir gucken uns hier mal an, wo die jeweils liegen. Der liegt da hinten. Der liegt eher weiter vorne. Dann nehmen wir den weiter vorne, nämlich den Tiki Chini und machen den auf. Extra stelle ich jetzt noch nicht ein oder sowas. Die haben immer noch mehr, die haben immer noch Durst, das kann doch gar nicht sein. Ich habe schon alle Durstdinger aufgemacht.
Und apropos, Erste-Hilfe-Station müsste eigentlich offen sein, oder? First Aid ist offen. Die sind beide auch offen. Könnten den ATM mal öffnen. Einfach, ich mache genug Geld im Moment, dass ich mir mal leisten kann, ein bisschen Minus zu machen, auch wenn die den nicht nutzen. Insofern. So, und was ich jetzt machen werde, ich werde einfach ein paar Achterbahnen jetzt weiterbauen. Das wird so der nächste Plan sein, aber nicht mehr diese Folge, sondern nächste Folge. Und deswegen sage ich jetzt adios, bis morgen, hoffentlich, und schönen Tag noch.